Drücken Sie auf Sport, um in den Schnellstartmodus zu gelangen. Mit Start beginnen Sie Ihr Training. Drücken Sie auf Neigung, um diese mit Hilfe der Plus- und Minus-Taste anzupassen. Über die Schnellwahltasten 3, 6, 9 und 12 haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Steigung bequem auszuwählen. Drücken Sie auf Geschwindigkeit, um diese mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten anzupassen. Über die Schnellwahltasten 3, 6, 9 und 12 haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Geschwindigkeit bequem auszuwählen. Drücken Sie Stopp, um Ihr Training zu beenden. Nach Ihrem Training sehen Sie Ihre Ergebnisse auf dem Display und können diese mit Ihren Freunden auf Facebook oder Twitter teilen. Wischen Sie nach links, um in den Szenemodus zu gelangen. Hier können Sie sich eine Umgebung auswählen, durch die Sie laufen möchten. Wischen Sie nach links, um in den HRC-Modus zu gelangen. Auf der linken Seite können Sie zunächst Ihr Alter angeben, sowie die zu erreichenden Puls- und Zeitwerte. In dem Reiterprogramm können Sie sich eins von 12 voreingestellten Trainingspresets auswählen. Im Benutzerbildschirm können Sie sich selber ein personalisiertes Trainingsdiagramm erstellen. Über den Zielemodus können Sie sich einen Countdown für Zeit, Distanz und Kalorien setzen. Mit der Zurücktaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Im Themes Center können Sie sich eine von 3 Darstellungsarten des Bildschirms auswählen. Unter Einstellungen finden Sie verschiedene Möglichkeiten, die Konsole nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Über den Entertainment-Button gelangen Sie zu einer Auswahl von verschiedenen Apps zur Unterhaltung während des Trainings. Mit den Volume-Tasten können Sie die Lautstärke der Konsole anpassen. Drücken Sie diesen Knopf, um den Ventilator einzuschalten. Ihr Sports Tag Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Trainieren.